Wir haben gestern im Parlament schon einen Antrag eingebracht, dass dieses internationale Zahlungssystem SWIFT für Russland abgeschnitten werden muss. Wir haben gestern im Parlament keine Mehrheit bekommen, aber heute hat der Nationale Sicherheitsrat in Österreich beschlossen, Russland soll von SWIFT abgetrennt werden. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Der Bundeskanzler hat auch betont, dass die EU sehr viele weitreichende Sanktionen beschlossen hat. Wir waren uns heute auch einig, dass Österreich zusammenstehen muss in der Unterstützung der Ukraine.